Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Hallo, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 21. April. Heute dabei Windows 10, Google Chrome, Google Home, Google Fotoscanner, Galaxy S8 und die Apple Watch. Fangen wir an mit Microsoft. Die haben nun angekündigt, dass Windows 10 ab sofort zwei große Updates pro Jahr bekommt, und zwar im März und im September. Also man kann sich wirklich darauf einstellen. Damit steht das nächste Update auch jetzt im September 2017 an. Und dann wird es halt März nächsten Jahres wieder weitergehen. Mittlerweile scheint es damit wirklich in die Richtung zu gehen, dass es kein Windows 11 oder Windows irgendwas geben wird, sondern Windows 10 wird als Plattform wirklich weiter ausgebaut. Ähnlich wie auch Apple das mit OS X gemacht hat. Wechseln wir zu Google. Die arbeiten jetzt anscheinend an einem Adblocker für ihren Browser Chrome. Sie haben zwar bislang auch schon gegen Unacceptable und Bad Ads Vorgangsweisen gehabt, also haben sich auf jeden Fall darum gekümmert, aber nun arbeiten sie nach den Vorgaben der Koalition for Better Ads, zu denen sie auch gehören, aber zum Beispiel auch Facebook, und ja, werden entsprechend die Werbung rausfiltern, die aus Google-Sicht einfach schlechte Nutzererfahrung bringt. Das ist natürlich doppelt interessant, weil Google sich selber ja auch aus Werbung finanziert. Und da schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber generell ist natürlich der Trend eindeutig zu erkennen, dass die Hersteller einen Adblocker nativ in ihren Browser einbauen. Bleiben wir aber bei Google. Google Home, das habe ich ja selber hier stehen. Und Google Home bekommt nun ein Update und kann bis zu 6 unterschiedliche Profile unterstützen. Und das nicht nur einfach als Unterstützung mit Profilwechsel, sondern wirklich als Unterstützung, die dann anhand der Stimme erkannt wird. Also wenn ich zu meinem Google Home sage, bitte sag mir meine Termine, dann wird er an meiner Stimme erkennen, dass ich das bin, und ich würde meine Termine bekommen. Und beispielsweise eine Freundin hier, die sagt, Google, sag mir meine Termine, die würde ihre Termine bekommen, obwohl wir beide den gleichen Sprachbefehl benutzen. Das finde ich ein ganz tolles Feature. Und das ist ein kleiner Vorsprung gegenüber dem Amazon Alexa, weil da geht die Richtung ja in Profile umschalten. Wenn jetzt das Google Home auch noch in Deutschland verfügbar wäre, ach, da hat sich das Google Home jetzt hier schon gemeldet. Nee, das war die Alexa. Ja, das ist es halt. Beim Podcasten immer die Alexa ausstellen, genauso wie das Google Home. Jetzt hat sie mich nicht gehört. Okay, kommen wir zum nächsten Google-Thema. Google Fotoscanner. Das ist eine App, mit der man seine Fotos einfach abfotografiert und damit indirekt einscannt, und die bekommt jetzt einen Schnell-Scan-Modus. Also Scans können nun ja direkt schnell, macht man mit einer Aufnahme, denn bisher waren immer 5 Aufnahmen nötig, und das geht entsprechend schneller. Und guckt euch das mal an, wenn ihr die App nutzt. Ich weiß, dass der Martin die, glaube ich, im Einsatz hatte, hat er damals erzählt, und wurde auf jeden Fall erweitert. Kleines Update, aber ein sinniges Update. Samsung, die haben ja jetzt angefangen, das Galaxy S8 auszuliefern, ihr neues Flagship-Smartphone. Und ja, ich möchte jetzt wieder nicht von einem Gate sprechen, weil Gates, da diskutieren wir auch mal drum, es gibt immer ein Gate hin und her. Aber anscheinend gibt es zumindest ein paar Probleme, dass ein paar Geräte ausgeliefert worden sind, wo der Bildschirm einen Rotstift hat. Also da redet man jetzt vom Galaxy S8 Red Screen. Inwiefern das wirklich ein großes Riesenthema ist oder jetzt einfach mal hochgekocht wird, wird sich wahrscheinlich in den nächsten Tagen und Wochen zeigen. Dann war ja die Facebook F8, hatte ich auch schon ein paar Mal diese Woche als Thema und habe ja gesagt, die wird uns begleiten. Da habe ich nochmal 2 Themen, die dort vorgestellt wurden. Einmal möchte Facebook daran arbeiten, dass man mit dem Gehirn tippt. Das klingt erstmal sehr abstrus, aber sie wollen jetzt nicht die Gedanken auslesen, sondern das, was das Gehirn verarbeitet, um es dann als Sprache auszugeben, das soll vorher abgegriffen werden, und dadurch soll man 100 Wörter pro Minute tippen können. Ja, inwiefern das wirklich so ist, das wird sich zeigen. Ein anderes Thema ist es, die Haut als Hörorgan zu nutzen. Das klingt auch erstmal ein bisschen schräg, aber zum Beispiel hat Google das bei der Google Guest damals eingesetzt, wo über eine Knochenleitung auch der Ton übertragen wurde. Also das ist nicht so weit hergeholt, wie es erstmal klingt. Auf jeden Fall spannende Themen, die wieder zeigen, dass Facebook sich ja auch jenseits von ihrer Software und von dem Social Network wirklich weitreichende Gedanken macht und wirklich natürlich da aufschließt mit den Playern Google und Apple.
Und wenn wir schon von Apple reden, hier habe ich mal als seltenes Thema bei mir die Apple Watch, denn es gibt eine neue. Ja, die Apple Watch Nike Lab wurde angekündigt. Am Ende des Tages ist es nur eine weitere Edition der Apple Watch von Nike, also dem Sportmodell. Die heißt entsprechend Apple Watch Nike Lab und ist in Space Gray. Und das Armband ist dann neu, das ist cremefarben und weiß. Innen ist es schwarz und die offizielle Bezeichnung heißt dann Lightbone Black. So, dazu passen auch die neuen Nike Plus Zifferblätter, die in WatchOS 3.2 eingeführt wurden. Und als besondere Belohnung ist auf der Schließe noch das Nike Lab Innovation und Innovators Logo eingeprägt. Ob man das jetzt unbedingt braucht und haben will, müsst ihr selber entscheiden. Die Uhr gibt es ab nächste Woche exklusiv auf Nike.com, in den Nike Lab Stores und in Apple Stores, also Apple Pop-Up Stores in Tokio. Das ist natürlich ein bisschen weiter weg, also wenn dann ab zu Nike und dort zuschlagen. Das war's dann auch für meine Woche im Geek Talk Daily. Ich hoffe, ihr hattet auch eine angenehme Woche, habt ein bisschen Spaß und Informationen aus unseren Folgen rausziehen können und verabschiede mich. Nächste Woche wird euch der Jan oder der Martin betreuen. Wie üblich weiß ich es wieder nicht so genau, weil ich nicht nachgeguckt habe. Ich wünsche euch jedenfalls einen tollen Freitag noch. Wenn ihr arbeiten müsst, haltet die Ohren steif, arbeitet schön und dann ist natürlich Wochenende. Habt Spaß, erholt euch und hört am Montag wieder bei uns rein. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.